Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir eine Nudelfanne mit Macaroni, Würstchen und Käse. Ganz einfach, unkompliziert und lecker. Also, bleibt dran! Was benötigen wir? Kleine Macaroni, Wiener Würstchen, Creme fraiche, Paprika, geriebenen Gouda, Mais, Tomaten passiert, Zwiebel, Pfeffer, Paprika edelsüß und Salz. Jetzt haben wir alle Zutaten zusammen und machen weiter mit den Vorbereitungen. Als erstes setzen wir die Nudeln auf mit Salzwasser, so dass das Wasser leicht salzig schmeckt, so wie Meerwasser ungefähr. Und immer 1:3, ein Teil Nudeln, drei Teile Wasser. Das ist genau die perfekte Menge, um Nudeln zu kochen. Das Ganze lassen wir aufkochen und in der Zwischenzeit schneiden wir Paprika, Zwiebeln und die Würstchen klein. Fangen wir an mit der Paprika. Erstmal waschen. Und dann einmal hier runter. Und dann in Würfel schneiden. So, jetzt gehen wir weiter. Die Paprika sind geschnitten, jetzt schneiden wir die Zwiebeln. Wie immer, zuerst hier oben abschneiden. So, wir machen das jetzt ohne Zwiebeln, weil die Zwiebel ist verschimmelt, wie ihr seht. Man kann manchmal nicht in die Zwiebeln reingucken. Ich habe jetzt keine andere Zwiebel mehr hier. Wenn ihr sehen wollt, wie ich die Zwiebeln schneide, ich habe oben in der Ecke rechts ein Video verlinkt, wo ich Zwiebeln schneide. Dann könnt ihr nochmal sehen, wie ich die Zwiebeln schneide. So könnt ihr dann die Zwiebeln aufschneiden und zu den Paprika dazugeben. Wir machen jetzt weiter und schneiden die Würstchen. Die Würstchen so hinlegen und einfach schneiden. Einfach in Scheiben runterschneiden. So schneiden wir die Würstchen, dann stellen wir alles zur Seite und jetzt machen wir weiter mit der Zubereitung. Wenn die Nudeln noch leicht Biss haben, gießen wir sie ab. Jetzt lassen wir sie etwas abtropfen, dann gießen wir den Mais ab. Ich mache das immer so, ich gieße das einfach so ab. Dann braucht man kein extra Sieb schmutzig machen und das passt schon. Jetzt gehen wir weiter zu der Zubereitung. Wir machen den Herd auf volle Stufe, dann geben wir etwas Öl in den Topf. Zuerst braten wir die Paprika und die Zwiebeln, eigentlich Paprika und Zwiebeln, aber ihr wisst, meine Zwiebel war verdorben. Deswegen schmeißen wir jetzt erstmal die Paprika in den Topf. Und die Würstchen geben wir gleich dazu. Eigentlich alle Zutaten, die angebraten werden müssen, kommen in den Topf. Jetzt braten wir alles einmal an. Nehmt euch schon mal einen größeren Topf oder eine große Pfanne. Jetzt wird alles schön angebraten. Das lassen wir jetzt 5 Minuten so ein bisschen braten.
Wenn wir alles angebraten haben, stellen wir ein bisschen runter den Herd und geben Creme Fraiche dazu. Dann vermengen wir einmal alles. Jetzt kommt noch ein Schuss, ein kleiner Schuss passierte Tomaten rein. Später können wir eventuell noch mehr dazu geben. Dann kommt der Mais da rein. Dann einmal aufkochen lassen und dann die Nudeln rein. Dann einmal alles vermengen, dass alles gleichmäßig verteilt ist. Noch ein Schuss passierte Tomaten. Noch ein mehr, so. Jetzt geben wir den Käse dazu. Und wieder alles vermengen. Der Herd sollte wirklich auf kleine Stufe sein, sonst brennt das sehr schnell an. Und jetzt, wie wir sehen, der Käse schmilzt. Das ist der Zeitpunkt, wo wir anfangen, ein bisschen zu würzen. Paprikagewürz. Salz. Pfeffer. Und eine ganz leichte Prise Zucker. Das ist nur ein Geschmacksbooster. Kann man auch weglassen. Also das ist nicht essentiell. Aber er gibt dem Ganzen einen Geschmacksboost. Wie ihr seht, der Käse zieht richtig schön Fäden. Jetzt probieren wir einmal. Kann noch etwas Soße. Und jetzt können wir noch ein bisschen abschmecken. Wie immer, macht das nach eurem Geschmack. Jeder hat einen anderen Geschmack. Wenn ihr denkt, komm, da muss noch ein bisschen Pfeffer rein. Ich mag das gern scharf. Dann macht es einfach. Nicht immer direkt so würzen, wie es im Rezept steht. Auch mal ein bisschen experimentieren. So, das Essen ist fertig. Guckt euch den Käse an. Oh, das stopft. Wir stellen den Herd aus. Das Essen ist fertig. Wenn ihr noch ein Rezept, ein One-Pot-Pasta haben möchtet, da kocht ihr nur alles in einen Topf. Dann guckt oben rechts. Da ist nochmal ein Link zu einem anderen Video von mir. Das ist ähnlich, bloß mit Hackfleisch. Dann sind wir auch am Ende des Videos. Im Anschluss gibt es noch das Food-Video. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Genießt noch die schöne Zeit. Und viel Spaß beim Nachkochen. Ciao, ciao. Thank you.